ersten Mal von der Idee hörte, von Milena, dass er ein Geburtstagsstück schreiben will, ja, war ich richtig neidisch. Ich habe mich wirklich selber gefragt, warum ich dieses Sujet nicht selber benutzt habe. Das bietet sich so wunderbar an, diese Enttäuschungen, die dann möglich sind und diese Glücksgeschichten und die Überraschungen. Ich war sofort dafür und war ganz sicher, dass das kann nur ein gutes Stück werden. Ich war neidisch. Aber dabei warst du der Grund, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Die Idee kam, als du 80. Geburtstag hattest und ich war auf der Feier hier im Krippstheater und dachte, der Saal war voll mit Gästen und ich dachte, jetzt kommt schon der Moment, wo alle zusammen das Grips-Geburtstagslied für Volker singen. Und dann stellte ich fest, es gibt gar kein Grips-Geburtstagslied. Und das wird höchste Zeit und einfach nur wegen einem Lied, was dann alle Kinder und Kitas und Eltern Land auf, Land ab singen können, ein schönes Geburtstagslied, nicht immer die gleichen. Und dann dachte ich auch, dass Geburtstag ein sehr großes, zentrales Thema bei Kindern ist.